Für den nächsten Film ist es vielleicht recht hilfreich, dass man solche Filme im Sitzen guckt. Denn der Schweizer Film Der Läufer handelt von der wahren Geschichte eines Marathonläufers, der seinen Job bzw. sein Hobby nicht nur für die sportliche Auslastung genutzt hat, sondern auch um eine recht düstere Seite zu verstecken bzw. im Dunkeln auszuleben. Chris Ostermann konnte den Film auf dem Filmfest in Braunschweig sehen und den Hauptdarsteller Max Bubacher treffen und mit ihm über diesen ja sehr intensiven Streifen reden. Du investierst mehr Zeit in dich als irgendein Läufer in diesem Verein. Du bist der Einzige, der auf der Olympia trainieren. Jonas ist ein Getriebener. Er läuft und läuft ganz offensichtlich vor sich selbst davon. Spät habe ich auch gestern. Ja. Gemeinsam mit seinem Bruder ist er bei Pflegeeltern aufgewachsen. Der Bruder hat sich vor einiger Zeit erhängt, taucht aber immer wieder in Jonas' Tagträumen auf, wie auch in dieser Szene. Verletzungen hat er also genug, die er nicht nur über das Laufen, aber vor allem darüber kompensiert. Als er beim Joggen von einer gestürzten Frau angeschnauzt wird, brennt ihm eine Sicherung durch. Hau ab! Ich bin nie auf sie umgefallen. Arschloch. Diese dunkle Macht über die Opfer, die er über seine Taten bekommt, scheint es ihm zu ermöglichen, zumindest zeitweise, seine Selbstwertkomplexe zu verdrängen. Was ist eigentlich los mit dir? Bis zum nächsten Mal. Du glaubst nicht an mich, gell? Was glaubst du eigentlich, was ich hier mache? Ich plane deine komplette Saison. Ich investiere mehr Zeit in dich als irgendein Läufer in diesem Verein. Du bist der Einzige, der auf der Olympia trainieren. Natürlich glaube ich an dich. Du solltest dir gescheiter überlegen, ob das so umgekehrt der Fall ist. Der Film ist ebenso rastlos wie sein Hauptdarsteller, dem wir zuschauen müssen, wie er im wahrsten Sinne des Wortes ins Verderben rennt und vor dem auch die liebsten und wohlmeinenden Menschen seiner Umgebung nicht bewahren können. Der Läufer ist kein schöner Film, aber einer, der einen verstehen lässt, wie verletzt eine Seele sein kann, dass sie so wütet. Das ist nicht immer leicht anzuschauen und macht auch die Taten nicht besser, aber sinnvoll, wenn man psychisch gestörte Täter ein wenig verstehen möchte. Denn wer einfach von Monstern spricht, macht es sich zu einfach. Warum machst du so ein Mist? Ja, wir haben jetzt hier Max Hubacher von dem Film Der Läufer aus der Schweiz, einer auf realen Tatsachen basierenden Geschichte. Das ist ja erstmal ein nicht so einfacher Film, keiner, den man sich mal so nebenbei anguckt. So ging es mir auch, als ich ihn gesehen habe. Und das ist ja vor allem auch so ein Film aus der Sicht des Täters. Das stellt dann natürlich als Schauspieler auch vor einer Aufgabe, sich erstmal in so eine ganz fiese Rolle da so reinzufinden. Mhm. Wie hast du dich da in diese Rolle eingefunden und vorbereitet? Ich würde sogar wagen zu behaupten, dass ich mich in keine Rolle so krass angefühlt habe wie jetzt bei der. Aber auch, weil die Figur so weit weg ist von mir persönlich, was auch gut ist. Ja. Also der erste Aspekt war der sportliche Aspekt. Ich habe ein Jahr vorher angefangen zu trainieren dafür. Also ich bin ja Marathonläufer, ich muss ja so unglaublich viel rennen. So. Also wie ich schon vorher meinte, das ist so gefühlt für den Rest meines Lebens genug gelaufen. So. Aber da gibt es ja noch diese andere Seite, nicht nur das Läufer, ja, sondern gerade dieses, dieses bisschen... Ja, ja. Das war sehr interessant, weil wir hatten unglaublich großen Zugriff auf... Wir hatten zum Beispiel das psychiatrische Gutachten, wir hatten Polizeiakten von damals, wir hatten unglaublich viele Zeitungsausschnitte, Interviews mit... Leuten, die ihn gekannt haben. Es gibt einen Dokumentarfilm, den man sich angucken kann, wo man auch, wir hatten Ausschnitte von Interviews, wo man ihn sieht, kurz nach dem Rennen, wo man den Menschen mal so ein bisschen beobachten konnte und auch ein bisschen schon sein, wenn man das weiß, was passiert ist natürlich dann, auch hinter sein Doppelleben schauen kann. So. Also ich hatte unglaublich viel Material, um mich vorzubereiten und kam dann aber irgendwann zum Schluss so, ich versuche jetzt nicht ihn 1:1 nachzuspielen, sondern ich muss jetzt wirklich meinen eigenen Weg finden, wie ich mit mir quasi und dieser Inspiration von ihm, wie er war, quasi was Eigenes schaffen. Das war eigentlich das Wichtigste.
Weil 1:1 nachspielen ist wie so, dann kommt nichts von selber, dann ist man eigentlich nur am Kopieren. Es gibt ja diesen Punkt im Film, der auch im Trailer zu sehen ist, wo er zum ersten Mal diese Handtasche klaut. Mir kommt das so also ein bisschen vor wie so eine Kurzschussreaktion, wie im Grunde auch ein Schlüsselmoment. Findest du auch, dass es da losgeht mit seiner... Ja, ich glaube, es ging schon früher los. Ich glaube, er verdrängt ganz viel. Also diese ganze Rennerei, er rennt ja letzten Endes auch einfach weg. So, er läuft weg. Ja. Und ich glaube, der verdrängt ganz viel. Und ich glaube, der fühlt sich quasi wie unverstanden von den Frauen oder ungerecht behandelt, sucht aber auch danach, dass ihn die Frauen verurteilen, damit er wiederum einen Grund hat, den Frauen was anzutun quasi und dann da sehr dominant zu sein, weil er immer für sich selber die Legitimierung hat oder die Legitimation. Wenn sie mir das angetan hat, dann darf ich ja dann auch. Mhm. So. Hat aber im Nachhinein auch immer gesagt, ich will nicht, dass die Leute mich als Monster sehen. Ich war das gar nicht, das war jemand anders und so. Das hat er in den Interviews danach gesagt. Fakt ist einfach, dass es ein sehr kranker Mensch war. Der ist ja auch gestorben. Der hat sich dann in seiner Zelle, als er verhaftet wurde, hat er sich in seiner Zelle erhängt. In der U-Haft noch. Fakt ist einfach, dass es ein sehr kranker Mensch war, der nicht genug Bestätigung kriegen konnte von allen Seiten und vor allem von Frauen. Ja. So. Und sich das mit Gewalt geholt hat, ja. Zum Leid sehr vieler Menschen. Also der Film ist ja nicht leicht auszuhalten. Da ist ja, also es gibt dann auch, ich denke mal so, noch einen Handtaschenraub und noch einen Handtaschenraub. Ich meine, du bist jetzt nicht der Regisseur, aber was glaubst du, warum hat uns Hans Baumgartner da so quälen wollen, dass er das dem nicht mehr Hoffnung eingebaut hat auch? Und dann irgendwann mal so, naja, ist eine reale Geschichte. Ich glaube, weil er es dem Zuschauer oder der Zuschauerin nicht einfach machen will und nicht leicht machen will und die Zuschauer quasi nicht aufatmen lassen will und denen nicht direkt eine Pause geben will, sondern die quasi das so intensiv erleben, wie das der Täter erlebt hat. Man kann es dramaturgisch ja anders machen, man kann ja immer wieder sagen, dass es einfacher ist für die Zuschauer, da kann man wieder hier ein bisschen was Lustiges oder was Leichteres oder eine kleine Pause, aber ich finde, es ist so ein dramaturgisches Mittel, um quasi so, ey, kommt schon klar, also wir muten euch ja nicht zu viel zu, so, wir machen das jetzt, damit ihr kurz ein bisschen aufatmen könnt. Aber ich finde es eigentlich ziemlich konsequent zu sagen, nur wir erzählen das aus seiner Perspektive. Also das muss man nicht so machen, aber ich finde es konsequent, dann wenigstens zu sagen, okay, dann komplett aus seiner Perspektive. Und dann halt, also man weiß, wenn man auch in diesen Film geht, man weiß, dass es heftig wird. Und ich finde, man darf den Leuten auch was zutrauen. So. Auf jeden Fall. Ich habe ihn so ein bisschen mit Systemsprenger verglichen. Den guckt man sich auch nicht so gerne an, aber man lernt es viel. Habe ich leider noch nicht gesehen, aber in den letzten 2-3 Wochen, glaube ich, über keinen Film so viel gehört wie über Systemsprenger. Ja, also den müssen wir schon... Muss ich, glaube ich, definitiv noch gucken. Sehen. Ja. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du hier warst und dass du dich so intensiv in diese Rolle eingefühlt hast. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Dankeschön.